Hallo, heute schon am Dienstag. Ich bin hochmotiviert, hab Bock und muss Haare waschen. Und ich habe mir gedacht, damit sich das richtig lohnt, werde ich die nochmal megamäßig einsauen. Und zwar mit unseren Balken. Muss ja sowohl die wie auch die und auch die alle nochmal abschleifen und naja, es ist eine unliebsame Aufgabe und ich schiebe die ewig hin vor mir her. Und heute habe ich gedacht, ich fange schon mal an und naja, ich komme ja nicht drum rum. Genau. Deswegen mache ich das jetzt. Und ausnahmsweise mal mit Maske. In der Regel bin ich nicht so der Maskenträger, weil das immer sehr unangenehm für mich ist. Ja, ich kriege ja schon Schnappatmung, wenn ich nur einen Hoodie ausziehen muss, aber der Staub dabei ist dann wirklich sehr, sehr unangenehm und naja, ich wähle dann quasi das kleinere Übel. Gott. Ich fange mal an, mal gucken, wie weit ich heute komme. Ja, ein bisschen Zeit habe ich heute. Super, gerade so ein Balken und ich habe schon keinen Bock mehr. Meine Maske habe ich jetzt abgesetzt, weil die so riesig ist und dann fällt mir jedes Mal der ganze ekelhafte Staub in die Brille rein, also in die Augen, weil die Brille nicht richtig sitzt. Und dann habe ich darunter sowieso Atemprobleme. Also es war ja von Anfang an klar, dass ich das nicht schön finde. Ja, naja, gut. Akku leer, logisch. Ich habe es immer geladen. In der Zeit, wo das Ding lädt, werde ich jetzt einfach hier schon mal an diese Wand die ersten oder die letzten. Also wir haben jetzt noch ganze zwei Platten hier oben stehen. Die vorderste ist quasi die Platte von da. Genau, die werde ich jetzt einfach dran machen. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ein bisschen dauert das ja, bis die geladen sind. Und dann kümmere ich mich mal um den zweiten Balken.
So, wie ihr seht, duschen lohnt sich. Ich habe die jetzt noch geschliffen, ich habe sie alle drei fertig. Jetzt ist allerdings auch der zweite Akku alle. Wir haben es jetzt um 6. Es reicht. Ich habe geschafft, was ich wollte. Sogar mehr, weil ich habe ja noch gegipst, das war gar nicht geplant. Jetzt bin ich ziemlich eingestaubt. Genau, jetzt gehe ich mich waschen.
So. Ach ja, was ist da? Ja, aber der wird doch schmäler. Der wird nicht so viel schmäler, der wird erst unten schmäler. Was willst du jetzt machen? Ich wollte gucken, ob der passt. Und dann kannst du schrauben. So, nimm mal die Platte jetzt. Du mal die Platte. Gib den doch hier an. Ja, so geht's schon mal gar nicht. Das ist zu kurz. Da wird's. Nee, nicht. Nee, gut, die kann man ja. Warte mal, nimm mal, hältst du mal. Die kann man ja auf irgendwas unten drunter setzen. So, tu das mal drunter. Genau, so, zu mal rum. Wir müssen jetzt nur. Du kannst das ja auch. Sag mal. Das kannst du rausmachen, wahrscheinlich. Am liebsten.
Ach, hätte ich mal eine scharfe Klinge. Steinkaramell. Du hast bestimmt meins. Nee, ich hab meins. Freust du dich noch im Urlaub mit mir? Nein. Komm, ich will mein Ding hier anschrauben. Dann war doch hier rum. Nächste Woche kannst du deine neuen Schuhe holen. Ich hab extra für den Ostsee-Urlaub für dich gekauft. Hä? Ja, zum Baden die. Aus Beton. Jetzt denkst du gerade wieder, was ist das für ein Arsch? Nee, ich überlege gerade, ob ich den Urlaub storniere. Für den nicht bin ich lieb. Nächste Woche alles hier fertig machen. Hast du eigentlich Licht zum Spiegel gelegt? Nee, ne? Wo ist die? Da hinten geht noch was lang. Da hinten ist die mit. Ja. Das hat zum Schrader. Gott. Die wieder ordentlich spachteln, ja. Das, was nicht gefliest wird, das, ja, wird geschliffen, nur gestrichen, damit nicht wieder das Theater mit der. Ist nicht viel. Ihr wollt wirklich Höchstleistung von mir, ja? Nur das Bad. Was machst du da draußen mit der Decke überhaupt? Auch streichen. Nur streichen? Na, dann müssen wir noch mal gucken vorher. Die sieht doch keiner so genau. Die ist weit genug oben. Ja. Wer soll das tapezieren? Ich nicht. Ich wäre schon in Schulitäten geraten, den ganzen Scheiß nur zu streichen. Heute nichts mitbauen und morgen.
sind zurück aus Sachsen und ich hatte ja gesagt, ich zeige euch noch kurz eine Zusammenfassung, was wir dieses Wochenende geschafft haben. Und dann fangen wir doch glatt mal mit der Treppe an. Na, ich drehe euch mal rum. Ich glaube, das geht besser. So, wie ihr seht, der Treppenbauer war am Freitag noch da und hat die letzte Verblendung vom Treppenauge angebracht. Der Mario hat hier die Ecke verspachtelt und da das alles schick gemacht. Rumgeschliffen hat er sowieso irgendwie die ganze Zeit, überall so ein bisschen. Das hier hat er ja auch schon das erste Mal geschliffen. Im Bad haben wir hier diesen Keil zugemacht. Da hat er ja Styropor einfach eingeschäumt und dann eben mit dieser, weiß gar nicht, diesem Armierungsmittel das zugemacht. Das ist immer eine Dreckecke und das haben wir ja hier draußen schon gemacht. Genau, weil das läuft so schmal zu, das kannst du dann nicht mehr ordentlich spachteln und naja, das macht halt keinen Sinn und so haben wir dann eine gerade Fläche als Abschluss. Genau, das haben wir hier genauso gemacht. Ich habe ja das Vorwandelement vom WC schon begonnen. Hier hängt es jetzt halt insgesamt an den Rohren. Der Boiler ist da, den haben wir bestellt und genau, jetzt liegt es einfach so ein bisschen daran, kann ich die 20er Rohre anschließen oder geht das nur mit 16er? Das muss ich noch in Erfahrung bringen. Ansonsten, wenn 20er gehen, kann ich hier quasi zumachen und auch auf der Ecke mit dem Vorwandelement fürs Waschbecken beginnen. Könnt ihr die ganzen Rohranschlüsse machen. Braucht dann aber auch noch für hier drüben. Ne, braucht ja den Wasseranschluss für das WC und dann auch die Waschmaschine, die daneben steht. Ja, daran hängt es jetzt halt so ein bisschen. Aber die Bestellung gebe ich jetzt gleich auf und dann kann ich vielleicht schon anfangen. Wobei ich nächstes Wochenende bin ich schon wieder mega ausgeplant. Da werde ich wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit haben. Aber egal, Hauptsache das Zeug ist schon mal da. Vielleicht schaffe ich es ja dann auch mal in der Woche noch irgendwas zu machen. Ja, zu tun hat der Mario auch so ohne mich genug. Der hat ja die Wand hier fertig verplankt. Den Balken haben wir ausgespart, weil ich gesagt habe, dadurch, dass der ja so schief ist, also weil ja die ganze Unterkonstruktion einfach schief ist, ich weiß gar nicht, seht ihr das? Naja, so richtig auf dem Video kommt es nicht zur Geltung. Der kippt quasi hier so ab. Und doch hier an dem, hier seht ihr es ein bisschen, hier die Seite ist halt kürzer als das. Und ich würde das dann einfach gern mit einem Brett verkleiden. Da muss sowieso irgendwas dran, weil das ja, da kommt ja dann hier in dem Bereich so eine kleine Leiter dran. Und damit das halt alles eine ordentliche Fläche hat, Auflagefläche hat und wir uns da den Gips nicht kaputt machen, muss da eh was davor und dann gleichen wir das mit einem Brettel aus. Genau, ansonsten kann der Mario zumindest den größten Teil hier dann schon spachteln. Da unten, die ist wieder nur geheftet, weil ja da dann wieder der ganze Spaß mit dem Wasseranschluss und Abfluss drankommt. Genau. Was er auch noch durchaus alleine tun könnte, ist hier oben das Ding zumachen. Da will ich die Woche auch noch die Lampen bestellen, dass die da sind, dass er dann schon genau weiß, wo er das Kabel hin tun muss, wo das landen muss. Und dann ist der Bereich nämlich auch fertig. Die Balken habe ich geschliffen. Da werde ich, ich hatte erst überlegt, ob ich mit einer Farblasur drüber gehe, aber ich werde es einfach farblos lassen. Die sind ganz okay, so die Balken. Da werde ich die lasieren. Genau. Ja, naja. Wie ihr seht, haben wir doch trotzdem relativ viel geschafft, dafür, dass wir eigentlich gar nicht so viel Zeit hatten. Also zumindest finden wir, dass wir das geschafft haben. Sind auf jeden Fall zufrieden. Genau, mal schauen. Jetzt warten wir noch ein bisschen auf das ganze Zubehör. Hoffen, dass ich das die Woche noch geliefert bekomme.
dann geht es hier trotzdem wieder ein ganzes Stück weiter. Bin mal gespannt. Da dauert es gar nicht mehr so lange, da kann ich schon die ersten Fliesen bestellen, wenn das Bad schon so weit ist. Nee, Quatsch, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber ist egal. Ich freue mich trotzdem, dass wir relativ weit gekommen sind. Die letzten Monate waren ja jetzt schon ziemlich hart. Also, ich glaube, wir hatten jetzt zwei freie Wochenenden im April und im Mai. Das entspannt sich jetzt hoffentlich ein bisschen. Aber naja, man sieht, nächste Woche muss ich Samstag schon wieder arbeiten und schon ist ein Wochenende für mich wieder gestrichen. Na gut, ansonsten, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit.